Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem heutigen Interview. Wir sind zu Gast hier am wunderschönen Bodensee im Seminarhotel von Martin Betschart, der heute unser Gastgeber und Interviewpartner sein wird, Experte für Erfolgspsychologie und Menschenkenntnis an sich. Erstmal herzliches Dankeschön, dass du dir Zeit nimmst vor deinem Seminar nachher noch und uns hier Rede und Antwort stehst und viele, hoffentlich viele Tipps für unsere Zuschauer hast. Gerne. Dankeschön. Ja, unschwer zu erkennen, wir haben mittlerweile die Location gewechselt, befinden uns nun im wunderschönen Seminarraum hier im Hotel Höri und wollen direkt in die Fragen einsteigen. Martin, unser Thema bei Wissen ist Macht TV heißt ja vom Traum zum Ziel, ein Leben nach den eigenen Vorstellungen. Kann man bei dir sagen, du lebst dein Leben nach den eigenen Vorstellungen, vielleicht sogar ein Traumleben? Ja, das mache ich wahrscheinlich schon, wobei das ja ein Prozess ist, der nie zu Ende geht. In der Hoffnung, dass es weitergeht, ja. Ja, nicht in der Hoffnung. Hoffnung ist eine schlechte Strategie, ja. Nach vorne zu kommen. Aber ich glaube schon, dass es darum geht, dass wir unser Leben wirklich so gestalten, wie wir es haben wollen. Mhm. Und daran scheitern natürlich viele Menschen, weil sie gar nicht wissen, was sie wirklich haben wollen. Das Zweite ist, weil sie natürlich auch nicht die Möglichkeiten sehen. Und ich werde oft beneidet, weil ich ja im Winter in Asien lebe, in der Wärme, in der Sonne bin und mein Leben wirklich so gestalte, wie ich es wirklich will. Das ist aber niemals definitiv so, sondern es verändert sich. Also wahrscheinlich werde ich in 10 Jahren mein Leben ein bisschen anders leben als heute. Okay. Was mich zur nächsten Frage führt, war das für dich immer klar, dass du so in den, im Trainerbereich tätig werden willst oder hat sich das zwangsläufig irgendwie ergeben? Nein, das war nicht immer klar. Also damals, vor 25 Jahren, war dieser Begriff Trainer eigentlich unbekannt. Mhm. Ich war damals einfach neugierig. Ich wollte einfach wissen, warum bestimmte Dinge funktionieren oder nicht funktionieren. Und so hat sich das irgendwann mal entwickelt. Irgendwann habe ich festgestellt, dass ich einfach die Fähigkeit habe, Menschen zu begeistern und dass ich auch dieses Wissen weitergeben will. Mhm. Und irgendwann war ich Trainer, ohne dass ich wusste, dass es das gibt. Mhm. Darf ich fragen, was du vorher gemacht hast? Ich komme ursprünglich aus der Psychologie, genau genommen bin ich Psychotherapeut. Okay. Und komme natürlich aus einer ganz anderen Richtung als die meisten anderen und habe auch einen anderen Blickwinkel. Aber eben der Antrieb war immer Neugierde, wie funktionieren Dinge, warum funktionieren sie etc. Hast du deine Wurzeln hier, ich weiß, wie du tickst, daraus bezogen aus deiner Tätigkeit als Psychotherapeut? Ich weiß, wie du tickst, ist natürlich etwas ganz, ganz Elementares. Also es hat auch so mit einer Schlüsselerfahrung zu tun. Ich war vor ungefähr 25 Jahren damals in einem Verkaufstraining und wollte lernen, wie Verkaufen funktioniert. Und das war bei einem namhaften Trainingsinstitut. Und da wurden mir viele Tipps und Tricks beigebracht, wie man angeblich gut und erfolgreich verkauft. Unter anderem hat man mir gesagt, weißt du, du musst mit dem Kunden, insbesondere in der Abschlussphase, musst du Körperkontakt herstellen. Ich habe das gemacht. Okay. Und haben die schnell festgestellt, Moment, manchmal ist es okay, aber manchmal ist es genau tödlich. Und jetzt wurde mir klar, etwas, was die mir nicht beigebracht haben, das kommt immer darauf an, was für ein Typ Mensch habe ich. Die Einschätzung. Ja? Es gibt kein richtig oder falsch. Es ist eine Riesenillusion zu glauben, es gibt ein richtig oder falsches Verkaufen. Es gibt auch kein richtig oder falsches Führen. Es gibt kein richtig oder falsches Erziehen. Das sind alles Illusionen, wo Menschen glauben, es einfach zu haben. Aber es wird niemals funktionieren. Die entscheidende Frage lautet immer, wer ist mein Vis-à-vis? Wie tickt dieser Mensch? Wie funktioniert er? Was für Bedürfnisse hat dieser Mensch tatsächlich? Und auf das einzugehen. Und auch das habe ich eine enorm höhere Erfolgsquote. Und darum ist es einfach elementar. Der andere Punkt ist, wenn wir die Welt so anschauen, 80-90% der Konflikte, die entstehen zwischen Menschen, entstehen nur, weil Menschen sich nicht wirklich verstehen. Weil Menschen immer von sich selbst ausgehen und denken, der andere muss es eben auch so sehen. Aber so ist es eben nicht. Warum funktionieren 80% der Beziehungen nicht? Genau darum, weil Erwartungshaltungen aufgebaut werden an einem Partner, der die niemals erfüllen kann. Mhm. Und es endet in Frust. Und irgendwann mal sind Menschen frustriert, wenn wir die Welt anschauen. Die meisten Menschen sind frustriert. Viele Menschen sehen es auch am Gesichtsausdruck an, dass sie frustriert sind. Und da müssen wir wirklich was tun. Ja. Wie löst du diese Problematik, wenn du jetzt, wir haben hier einen schönen großen Saal, was sind das, 50 Leute ungefähr, wie löst du diese Problematik, individuell auf die Teilnehmer einzugehen, wenn du vor so einer Gruppe sprichst? Ja, jetzt ist es ja so hier, manche Menschen, die hierher kommen, die haben schon mal das Buch gelesen, die haben irgendwo schon Grundwissen.
Manche Menschen haben sich schon mit vielen Dingen beschäftigt. Das ist ja so, wenn jemand aufs Seminar kommt, dann hat er ja eine Vorgeschichte in der Regel. Das heißt, er hat sich schon irgendwo mal damit beschäftigt. Entweder aus einer Problemsituation heraus, indem dass er Schmerzen erleidet hatte, weil Beziehungen nicht funktioniert hatten, weil er Enttäuschungen hatte etc. Und jeder hat so seine eigene Vorgeschichte. Und ich versuche dann im Seminar, das auf eine Ebene zu bringen. Und das geht natürlich sehr, sehr stark über das Bewusstsein auf der einen Seite, aber es geht auch durch Erleben. Weil wenn ich das Ganze nur im Kopf abhandle und nicht wirklich erlebe, ist die Nachhaltigkeit nicht sehr groß. Und meine Aufgabe ist, ein Seminar so zu gestalten, so zu designen, dass der Einzelteilnehmer das in seiner Art und Weise erleben kann, um seinen Nutzen herauszuziehen. So. Ja, Martin, es gibt ja auch bei unseren Zuschauern oder allgemein viele Menschen, die sind in einem Bereich des Lebens, zum Beispiel im Business, im Beruf oder sonst wo, mega erfolgreich. In anderen Bereichen haben sie doch aber ganz, ganz klare Defizite und sind dadurch unterm Strich oft unglücklich. Darf ich dich mal ganz persönlich fragen, wie ist das bei dir als doch erfolgreicher Trainer mittlerweile? Geht das zulasten von anderen Bereichen? Hast du da auch noch Nachholbedarf oder kannst du bei dir sagen, das ist eher so, das hält sich die Waage? Das funktioniert nicht langfristig, wenn es auf Kosten von irgendetwas geht. Das sehen wir ja bei vielen Bereichen, wenn Menschen kompensieren. Dann werden Menschen krank, dann sind Menschen nicht wirklich erfolgreich, nicht nachhaltig. Mhm. Und das ist ganz wichtig, wenn wir diese fünf Bereiche anschauen, der Bereich Partnerschaft, Beziehung, soziales Umfeld, ein ganz, ganz wichtiger Pfeiler, den Bereich Berufung idealerweise. Und wenn ich diese zwei Bereiche nehme, ich kann die nicht so trennen. Ich werde oft gefragt, ja, wie machst du das, wie schaltest du das? Ich arbeite immer und ich arbeite nie. Mein Hirn arbeitet 24 Stunden am Tag. Und die kann ich auch so nicht trennen. Es ist idiotisch, das zu tun. Genauso ist es wichtig, dass ich auf meinen Körper achte, auf meine Gesundheit achte, weil das ist die Basis dessen. Ja? Mhm. Genauso wichtig ist es, dass die Finanzen in Ordnung sind, dass ich das im Griff habe. Und es ist wichtig, dass ich meine Persönlichkeit weiterentwickle. Und es ist völliger Blödsinn, wenn ich das nicht als Ganzes anschaue. Mhm. Ja? Und in manchen Modellen wird dann noch irgendwo ein Sinnbereich. Für mich gehört der Sinn über das Ganze. Es ist unsere Aufgabe, den Dingen, die wir tun, einen Sinn zu geben und das, wenn möglich, nicht zu delegieren. Wie stellst du sicher, dass diesen Worten auch Taten folgen, sprich, dass allen Bereichen Rechnung getragen wird? Ganz einfach, indem dass ich regelmäßig reflektiere. Ja. Ja, das ist wichtig. Also wenn ich selbst nicht reflektiere, dann ist die Gefahr, dass ich irgendwo auf etwas reinrenne, relativ groß. Und das ist unsere Aufgabe, regelmäßig zu reflektieren. Spricht da der Kopf oder eher das Gefühl bei dir? Ja, das Gefühl ist ja das Resultat des Kopfes. Das wird oft nicht verstanden. Also das, was ich fühle, ist oft das Ergebnis des Denkprozesses. Ja? Weil unser Körper ist der Resonanzkörper. Und wenn wir es ganz genau nehmen, dann haben wir zwei Arten von Gefühle. Wir können Gefühle, Fremdgefühle wahrnehmen. Das sind die Spiegelneuronen auf der einen Seite. Und das andere ist, aufgrund eines Denkprozesses entstehen Gefühle. Und Gefühle sagen dann, wo wir stehen. Okay. Denkst du, das Gefühl, wenn du merkst, es ist was nicht richtig oder du hast das Gefühl, es ist was nicht richtig, kommt aufgrund deiner logischen Einschätzung, wenn ich das richtig verstehe? Ja, wenn etwas nicht stimmt, heißt das immer für mich, ich muss genauer hinschauen und sage, was ist es denn? Ja. Was ist nicht in Ordnung? Was stimmt nicht? Ein typisches Beispiel ist, wenn Menschen krank sind. Wenn ein Mensch krank ist, dann stimmt irgendwas nicht. Aber was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, Symptome zu suchen und die dann zu bekämpfen. Und das ist nicht der Weg. Also wenn irgendwas nicht stimmt, wenn ich krank bin, dann ist es meistens irgendwo in der Psyche. Muss ich gucken, was ist denn nicht in Ordnung? Was stimmt denn nicht? Mhm. Und da komme ich natürlich oft auf diese Punkte, dass mein Leben nicht in Balance ist. Dass irgendwo ein Punkt ist, den ich verdrängt habe vielleicht auch. Zum Beispiel, ja. Ja. Eine Frage, die uns immer wieder beschäftigt hier bei WIM TV ist, dass wir viele Zuschauer haben und wir selbst auch nicht frei davon sind, dass man zwar viele Informationen wahrnimmt, Bücher liest, Seminare besucht, Kurse, an Kursen teilnimmt oder Ähnliches und trotzdem manchmal irgendwo entweder wieder zurückfällt oder gar nicht erst weiterkommt. Wie war das denn auf deinem Weg bisher? Gab es da doch eine klare Erfolgslinie oder gab es doch auch Lernen durch Scheitern zum Beispiel? Ein Leben ist niemals geradlinig, es besteht immer aus Wellen, das ist klar. Manche sagen, sie lernen am meisten, wenn sie Misserfolg haben. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist oder ob da einfach nachgeplappert wird. Ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass ich immer wieder reflektiere. Und
Menschen leben oft eine Illusion und denken, sie besuchen ein Seminar und das Leben ändert sich. Das ist nicht so. Das ist eine Illusion. Und um das deutlich zu machen, nehmen wir das Beispiel. Wir Menschen haben pro Tag 50.000 bis 70.000 Gedanken. Etwa 90-95% der Gedanken sind wiederholend. Ja? Und die ändere ich nicht durch ein Seminar. Sondern eins ist ganz klar, wenn ich erfolgreich und glücklich sein will, dann muss ich mich jeden Tag mit diesem Thema beschäftigen. Sonst schaffe ich das nicht. Sonst ist es eine Illusion. Sonst ist es wirklich ein Traum, der irgendwann mal Frust ändert. Und das ist ganz, ganz wichtig, den Leuten das zu sagen. Darum habe ich auch das gemacht mit diesen 365 Erfolgstipps. Leute können Erfolgstipps abonnieren. Sie bekommen jeden Tag von mir einen Input, wo sie darüber nachdenken, wo sie begleite. Und ich muss jeden Tag etwas tun dafür. Sonst schaffe ich das nicht, weil diese Gewohnheiten, die größte Motivation ist die Gewohnheit. Mhm. Und das wird total unterschätzt. Es ist sehr, sehr schwierig, Menschen aus diesen Gewohnheiten rauszuholen. Warum tun Menschen viele Dinge, die ihnen offensichtlich schaden und sie verändern es trotzdem nicht? Weil die Gewohnheit so stark ist. Mhm. Ja? Und ein Seminar kann natürlich sehr, sehr vieles leisten, wenn es gut aufgebaut ist, wenn die Mischung stimmt und auch das Erlebnis da ist, nachhaltiges Erlebnis da ist, das wirklich im Fleisch und Blut übergeht. Aber das reicht immer noch nicht. Es muss ein regelmäßiges Arbeiten im positiven Sinne sein. Ich entnehme deinen Worten, dass das bei dir auch, dass du auch Rückschläge zu verkraften hattest, dass du auch mal in Sackgassen gerannt bist. Wie bist du damit umgegangen und wie hast du den Weg raus wieder gefunden? Es ist so, damals, wo ich angefangen habe, gab es ja diese Szene noch gar nicht, so wie es sie heute gibt. Es gab auch keine Verbände, keine Organisation, wo die Möglichkeit bestanden hat, von Profis zu lernen, wie es heute gibt. Und es gab damals auch kein Internet, also wo ich suchen konnte. Es gab nicht Literatur in dem Maße darüber. Und da war es zwangsläufig so, dass ich halt sehr, sehr vieles versucht habe. Ja, und gesehen habe, nein, so funktioniert es nicht oder so funktioniert es. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, unsere Welt verändert sich ja permanent. Also vor 15, 20 Jahren war das noch relativ einfach, ein Mailing rauszuschicken und Menschen haben sich angemeldet auf ein Seminar. Das funktioniert heute nicht mehr. Und es ist ein permanentes Experimentieren, vor allen Dingen, was so Bereiche angeht wie Marketing. Hast du jemals gezweifelt, ob du im richtigen Bereich bist? Ja, klar. Ja. Es gibt immer wieder so Momente, ich würde es vielleicht nicht als Zweifel bezeichnen, sondern ich habe es immer wieder hinterfragt. Ist es wirklich das, was ich will? Ist es wirklich das, was mir entspricht? Weil es muss Leidenschaft sein, weil sonst habe ich keinen Erfolg. Und unsere Basisuntersuchung, die wir gemacht haben, das steht, da ist alles zugrunde. Wir haben versucht herauszufinden, was ist es denn? Wieso sind denn Menschen, die überdurchschnittlich erfolgreich sind? Und ich spreche jetzt von langfristig überdurchschnittlich Erfolgreichen. Warum sind die denn erfolgreich? Und die elementaren Punkte ist ganz klar, die haben eine andere Einstellung als die Masse der Menschen. Denn ihr Denken ist anders. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Denken ist die Basis. Dann sind diese fünf Erfolgsprinzipien, die sie ganz klar herauskristallisiert haben, ich muss authentisch sein, ich muss ein Original sein mit Ecken und Kanten, nicht eine Kopie von irgendetwas, nicht irgendjemand nachhelfen oder denken, ach, der macht das, mache ich jetzt genauso. Das ist eine Lachnummer. Ja? Ja, das ist wirklich eine Lachnummer, das nicht wirklich funktioniert, auch nicht glücklich macht, weil ich immer weiß, ich bin eine Kopie. Also ich muss ein Original sein, ich muss dementsprechend mich positionieren und für etwas stehen, auch der Stil mit allem drum und dran. Der zweite Punkt ist, ich muss wirklich wissen, was ich will. Und auch hier geht es darum, dass ich für mich genau weiß, was ich will und auch nicht etwas mache und sage, ach, der andere macht, das will ich jetzt auch so machen. Genau. Ja, der fährt jetzt ein Bentley, jetzt muss ich auch ein Bentley fahren oder was auch immer. Ja, sondern es muss wirklich zu mir passen, es muss stimmen. Der dritte Punkt ist, ich muss meine Energien steuern können. Ja, ich muss gut drauf sein, ich muss dafür sorgen, dass ich gut drauf bin. Ich kann anderen Menschen nur geben, wenn ich gut drauf bin. Wenn meine Batterien leer sind, dann funktioniert das nicht. Ja, dann ist es Helfersyndrom. Ja, und das hilft dann niemandem. Der vierte Punkt ist, wie kommuniziere ich das Ganze? Dass es auch ankommt, dass es eben auch Wirkung hat. Nutze ich all diese Ebenen? Und der fünfte Punkt ist, komme ich auch in Aktion? Und das sind diese fünf Erfolgsprinzipien, die ganz entscheidend sind, wo wir ganz klar die Unterschiede sehen. Nehmen wir ein Beispiel, ein Reinhold Messner. Ist er authentisch, ist er ein Original? Völlig klar, ja. Weiß er, was er will? Völlig klar, ja. Ist er energetisch gut drauf? Völlig klar, ja. Kann er kommunizieren? Völlig klar. Macht er auch? Völlig klar. Und jetzt können wir viele Beispiele nehmen, unterschiedliche Persönlichkeiten, oder nehmen wir den Vergleich Thomas Gottschalk und Günther Jauch. Zwei völlig verschiedene Persönlichkeiten, die auf ihre Art und Weise sehr erfolgreich sind. Ja. Nur was würde passieren, wenn Jauch den Gottschalk nachäffen würde? Das wäre die Lachnummer überhaupt.
Ja? Und weil die eben ein Bewusstsein haben, wie wichtig das ist, wirklich authentisch zu sein, diese Serie, dieses Millionenspiel, das ist nirgends auf der Welt so erfolgreich, weil das einfach perfekt passt mit dem Gedreht. Genau. Ja? Weil da die richtige Person am richtigen Ort ist. Absolut authentisch. Und das spüren wir Menschen. Wir können es oft logisch nicht so einordnen, aber wir spüren es. Und das ist die Wirkung. Wie sorgst du für den dritten Punkt? Also sprich, das ist ja immer leicht gesagt, zu sagen, man muss gut drauf sein, ja. Das erzählt einem auch jeder. Nur wie schafft man das, wenn gerade der Job gekündigt wurde, die Frau weggelaufen ist und was auch immer passiert ist? Alles, was im Leben passiert, hat seinen Grund. Mhm. Also es wird ja nicht grundlos einfach ein Job gekündigt. Ja? Es läuft nicht grundlos die Frau weg. Das sind ja oft die sichtbaren Ergebnisse von irgendetwas. Und jetzt kommt darauf an, was passiert denn da im Vorhinein überhaupt? Ja? Und natürlich ist es in unserem Denken. Mhm. Mit unserem Denken steuern wir das. Und jetzt gibt es eine ganze Reihe von Techniken, wie ich das tun kann. Und je mehr ich mich mit solchen Techniken beschäftige, solche Werkzeuge ich habe, umso mehr Möglichkeiten habe ich natürlich, frühzeitig zu reagieren. Und nicht erst dann, wenn es zu spät ist. Ich will mal ein weniger dramatisches Beispiel nehmen. Du stehst morgens auf und hast keinen Bock, keine Ahnung, keine Lust. Wie kommst du trotzdem in die Gänge? Ja, wenn ich keine Lust habe, dann habe ich kein Ziel. Ja. Ja? Dann ist das Ziel nicht klar. Gibt's diesen Fall also, bei dir gar nicht. Wenn ich keine Lust habe, dann ist die erste Frage, dann auch, was ist mein Ziel? Ja. Ja? Es kann ja sein, dass ich mal sage, heute mache ich einen Null-Bock-Tag, heute mache ich gar nichts, heute hänge ich nur, vielleicht brauche ich das ja auch mal. Und das ist ja auch okay. Aber dann mache ich diesen Null-Bock-Tag bewusst, ohne irgendein schlechtes Gewissen und sage, okay, heute lege ich mich ans Schwimmbad oder mache sonst irgendwas. Ja. Ich persönlich sorge dafür, dass das bei mir gar nicht funktionieren kann, weil ich in der Regel so verplant bin, dass sich diese Frage überhaupt nicht stellt. Du musst gut drauf sein. Ja, es ist mein Job gut. Wenn ich vor Publikum trete, erwartet das Publikum, dass ich gut drauf bin. Also habe ich dafür zu sorgen, dass es mir gut geht. Ja? Das Publikum wird mir das nicht entschuldigen. Ich kann zwar versuchen, mich zu, aber das wird nicht mal funktionieren. Es ist mein Job, also muss ich dafür sorgen, dass ich gut drauf bin. Und das kann ich steuern über meine Gedanken mit Techniken, wie ich mich in einen guten Zustand bringe. Das heißt, unterm Strich gut drauf sein ist eine Entscheidung. Ja, das ist der erste Punkt. Ja. Ja. Okay. Martin, dein Schwerpunkt ist ja Erfolgspsychologie, Menschenkenntnis, natürlich auch dokumentiert hier in deinem Werk. Ich weiß, wie du tickst. Warum ist dieser Bereich Menschenkenntnis und überhaupt Erfolgspsychologie für Leute wichtig? Egal, wo sie jetzt herkommen, egal, ob sie Ziele im Business oder im Privat, in der Beziehung oder sonst wo anstreben. Es ist so, unser klassisches Bildungssystem ist mal milde ausgedrückt eine mittlere Katastrophe. Das heißt, wir lernen immer noch Wissen auf Vorrat und belasten unser Gehirn mit solchem Wissen. Und damit rechtfertigt sich natürlich das klassische Bildungssystem. Nur heute wissen wir, nicht erst heute, schon lange wissen wir, dass etwa 85% des Gesamterfolges die Persönlichkeit ausmacht und nicht das Fachwissen. Aber das dauert sehr, sehr lange, bis sich das eben herumspricht auf der einen Seite, auf der anderen Seite, bis Menschen das auch wirklich verstehen und das auch wirklich tun. Weil der heikle Punkt ist, die Persönlichkeit ist nicht so einfach messbar. Ja, wenn es um Fachwissen geht, kann ich eine Prüfung machen, ich sehe, bestanden, nicht bestanden. Relativ einfach für die ganzen Professoren, die damit beschäftigt sind, relativ einfach zu handeln. Aber wer will denn die Persönlichkeit messen? Und das ist genau der heikle Punkt. Ja. Und die Wirkung habe ich natürlich auch im Gesamten. Habe ich Erfolg damit? Habe ich nicht Erfolg damit? Und jetzt vielleicht hier noch vorauszuschicken, die Definition für Erfolg. Erfolg ist, wenn das Erfolg, was ich bewusst oder unbewusst anstrebe. Und nicht, wenn irgendetwas folgt. Sondern das, was ich anstrebe. Also heißt es, ich muss mir im Klaren sein, was will ich denn, das folgt? Wie muss dann mein Leben ausschauen? Wahrscheinlich haben 98% der Menschen keinen Lebensplan. Die haben schon einen Urlaub geplant fürs nächste Jahr, aber sie haben keinen Lebensplan. Sie wissen nicht wirklich, was sie wollen. Und auch in unserem Schulsystem, wir lernen uns nicht damit zu beschäftigen. Wir lernen, wann welcher Krieg war und diese ganze Blödsinn, anstatt wirklich die wesentlichen Dinge. Wenn wir gucken, wo hat unsere Gesellschaft das Problem? Ja? Etwa 80% der Menschen haben Geldprobleme. Ja? Ja. Aber in der Schule wird nicht gelernt, wie gehen wir damit um? Was sind die Lösungen? Gut, wer soll uns das dann beibringen? Das ist der zweite Punkt. Darum habe ich dieses Hörbuch auch gemacht, um mal dieses Verständnis herzustellen. Viele Menschen haben ein Problem mit dem Gewicht, mit Körper, mit Gesundheit etc. Das ist ein Riesenthema. Wird auch nicht abgehandelt. Also die zwei größten Probleme unserer Gesellschaft, die werden schlicht und einfach nicht berücksichtigt. Also wir gehen in die Schule, werden mit Fachwissen vollgestopft, was wir nicht brauchen, was, wenn es im Zuge kommen würde, völlig veraltet ist. Also, was ist die Lösung, was brauchen wir? Wir brauchen Basics. Basics heißt, ich muss Sprachen beherrschen.
Wir lernen am leichtesten und am einfachsten zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr. Da lernt ein Kind innerhalb von 4 bis 6 Monate eine Sprache akzentfrei. Perfekt. Da wird diskutiert darüber. Aus meiner Sicht überhaupt keine Diskussion. Wir brauchen, wenn wir Deutsch haben, als Basis, brauchen wir mindestens Englisch und wir brauchen noch eine weitere Sprache, damit wir überhaupt die Möglichkeit haben, vernetzt zu sein. Alles weiter geht leichter. Wir müssen Basics lernen in dieser Zeit. Das ist Rechnen, das ist Lesen, Schreiben, diese Dinge, die wir das Leben lang brauchen. Mhm. Wir müssen lernen, wo hole ich das Wissen dann, wenn ich es brauche, und nicht auf Vorrat Wissen zu lernen, was ja so sehr veraltet ist. Also, genau. Da haben wir ganz, ganz viel zu tun. Und das hängt natürlich sehr, sehr, sehr damit zusammen, dass viele Menschen halt in einer Komfortzone drin stecken und halt noch ganz, ganz gut leben davon, von diesem Job, und selbst nie über den Tellerrand hinausschauen. Mhm. Was wäre denn da möglich? Und darum dauert es ja auch so lange, bis sich Dinge entwickeln. Und diese Systeme, die sind sehr, sehr träge. Und da kann ich natürlich schon ein bisschen etwas bewirken, und darum ist auch die meisten Leute, die zu mir kommen, sind Unternehmer. Das sind Menschen, die etwas unternehmen wollen und etwas bewegen wollen, und die setzen das auch um. Ich mache ganz selten firmeninterne Seminare, weil ich der Meinung bin, firmeninterne Seminare bringen meistens nichts oder viel zu wenig, weil die Leute da hingehen müssen. Sie haben nichts bezahlt dafür, sie haben keine Lust darauf. Also brauche ich erstmal einen halben Tag, um überhaupt dieses Bewusstsein zu schaffen. Also verhältnismäßig stimmt Aufwand, Ertrag gar nicht. Und darum sind wahrscheinlich 70-80% der firmeninternen Seminare, die stattfinden, könnte man ersatzlos streichen, braucht es nicht. Typisches Beispiel, was ich immer wieder erlebe, da gibt es Unternehmen, sagen, okay, ich schicke meine Verkäufer ein Verkaufsseminar und glauben, die machen dann mehr Umsatz. Ja, die kommen dann wahrscheinlich zurück, die machen dann vielleicht auch ein bisschen mehr Umsatz für ein paar Tage, für ein paar Wochen. Nur wenn diese Menschen nicht so geführt werden, wie sie es da gelernt haben im Seminar, wird relativ wenig passieren. Und es wird Frust sein. Und wer ist dann schuld? Der Trainer, der Seminarleiter ist dann schuld. Dabei fehlt halt dieses Grundverständnis zusammen. Genauso Führung. Ich kann Leute auf ein Führungstraining schicken. Wenn ein Großkonzern Leute auf ein Führungstraining schickt, die werden aber nachher nicht so geführt nach diesen Prinzipien, dann wird das nicht greifen können, dann wird das nicht funktionieren. Und darum, und das ist die andere Welt, in der wir uns entwickeln, ich glaube auch, dass das klassische Angestellten-Dasein, wie wir es heute haben, keine Zukunft mehr hat. Wir können das auch nicht mehr finanzieren, wird auch nicht mehr funktionieren. Und in 20, 30 Jahren werden wir die Quote von Selbstständigen wird viel, viel höher sein, wo sich jeder bewerben muss, wo jeder an sich arbeiten muss. Das wird sich gewaltig verändern. Ich denke jedes Mal, wenn ich von Asien zurückkomme, wo ich im Winter lebe, wenn ich denke in Europa, wenn wir nicht diese geschützten Märkte hätten, wir würden überrollt. Die Asiaten sind hungrig. Ja, und die sind nicht in dieser Komfortzone. Die berufen sich nicht auf eine Gewerkschaft oder was auch immer. Oder die kommen gar nicht auf eine Idee zu streiken, sondern die beschäftigen sich damit, wie kann ich Spitzenleistung bringen? Wie kann ich besser sein? Nicht, wie kann ich mein Gärtchen verteidigen, was ich mir mal erarbeitet habe. Das wird nicht funktionieren. Das führt höchstens zur Passivität, dass ich nichts tue, dass ich mich nicht weiterentwickle. Mhm. Und da ist jeder Einzelne von uns gefordert. Und noch etwas. Persönlichkeitsentwicklung und Vorwärtskommen ist meine persönliche Angelegenheit und nicht die Angelegenheit meines Chefs. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass Menschen das verstehen. Und Menschen müssen lernen, sich selbst zu investieren. Weil alles Materielle kann man uns nehmen. Aber unsere Persönlichkeit, das Wissen, das Know-how, das kann uns niemand nehmen. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schweiz ist, aber bei uns ist es schon ein bisschen anerzogen, ne? Dass du irgendwas vorgekaut kriegst, nachlernen musst und dann wird dieses Nachgelernte abgeprüft. Genau. Und letztendlich das ist ja das Sinnlose, ja. Genau, und viele warten ja nachher dann immer noch, dass ihnen irgendjemand sagt, was sie jetzt genau zu tun haben, egal welche Ziele sie anstreben. Und dann leben viele Menschen nach dem Prinzip Hoffnung. Ja. Sie hoffen, es wird sich was verändern. Es wird sich nichts verändern. Das ist das Lottospieler-Syndrom. Die hoffen, die träumen davon, viel Geld zu haben. Ja. Nur die, die es tatsächlich mal haben, die werden scheitern, weil sie überfordert sind, weil die Persönlichkeit nicht gewachsen ist. Und darum ist es ein Blödsinn. Das heißt, es ist ja nichts anderes als eine indirekte Steuer wieder, weil der Staat ja wieder profitiert davon. Aber für den einzelnen Menschen ist es ein Blödsinn, weil er vom Prinzip Hoffnung lebt. Aber es wird sich nichts ändern. Warum haben wir immer mehr kranke Menschen? Weil es ein Frust ist, ein Auslöser von Krankheiten. Weil Menschen unzufrieden sind mit sich selbst. Ja? Weil sie eben passiv sind. Hm. Würdest du sagen, zur ursprünglichen Frage zurück mit der Menschenkenntnis, würdest du sagen, das basiert alles heute auf Interaktion, heute wo alles komplex wird und auf Kommunikation vor allem und das für eine effektive Kommunikation ich mein Gegenüber kennen muss? Ja, ist elementar. Ja. Meine Erfolgsquote ist einfach deutlich größer. Wenn ich weiß, wie der andere tickt, wie er funktioniert, wenn ich weiß, wie der andere Entscheidungen trifft, habe ich es einfach viel, viel leichter. Mein Frustpotenzial ist
ist minimal. Und das in allen Lebensbereichen, ob bei der Kindererziehung, in Verhandlungen, in Führung, in allen Lebensbereichen ist es ganz elementar, mit wem habe ich es zu tun, wie tickt er, wie funktioniert er. Und das ist ja gar nicht so schwierig. Ja? Ja. Manche Menschen lesen das Buch, das reicht denn schon. Natürlich ist der Königsweg, das Seminar zu besuchen, um das selbst zu erleben und dann halt das zu trainieren. Und das ist natürlich ein Gewinn, der unglaublich ist. Manche Menschen bezeichnen diese Art von Einstellung auf andere. Die einen sagen, das ist Manipulation. Die anderen sagen, das ist eine Einstellung auf mein Gegenüber und somit auch eine Form von Respekt. Wo würdest du das zwischen diesen beiden Extremen einordnen? Das müssen wir definieren. Ja. Also Manipulation ist immer, wenn ich dich zu was verführen will, was du nicht wirklich willst, beziehungsweise dir schadet. Ja. Und das ist Dummheit. Ja? Das ist ein Eigentor. Aber viele, gerade im Verkauf, die denken nicht weiter. Ja? Ja. Und was nützt es mir denn, dich kurzfristig als Kunde zu gewinnen, wenn du früher oder später drauf kommst, ich habe dir über den Tisch gezogen. Das ist einfach Dummheit, das ist Naivität. Also, das kann ich nicht anders erklären. Und das andere ist Beeinflussung. Wenn ich eine gute Absicht habe, wenn ich dich so weit beeinflussen kann, dass du dich um dich selbst kümmerst und erfolgreich wirst, dann ist das doch eine gute Sache. Und zwar für uns beide. Es muss immer für beide eine gute Sache sein. Ja? Und Einfluss nehmen tun wir so oder so, die Art und Weise, wie ich mich kleide, beeinflusse ich mein Umfeld. Das Einfluss passiert permanent. Die Frage ist, mache ich es bewusst und mache ich es wirkungsvoll? Aber Manipulation ist Dummheit. Ja. Ja klar, gut, wobei immer eine Form von Manipulation übrig bleibt. Jeder versucht, den anderen zu beeinflussen in der Form, dass er seine Ziele erreichen will und das nur mit Hilfe von anderen erreichen kann. Ja, aber es darf niemals einseitig sein. Ja. Es darf niemals einseitig sein, es wird auch niemals funktionieren. Ich kann zwar langfristig den anderen zuführen, der sagt, ja okay, dann unterschreibe ich das Ding jetzt halt. Mhm. Aber wenn er sich nicht wohlfühlt, dann wird früher oder später die Retourkutsche kommen. Ja. Und das ist nicht nachhaltig. Mhm. Anschlussfrage, muss jeder Erfolgswillige, egal in welchem Bereich, sich mit dem Thema Menschenkenntnis auseinandersetzen? Er muss nicht, aber er hat es viel leichter damit. Ja. Also wir haben es ja mit Menschen zu tun permanent. Also jemand, der sagt, okay, ich bin da im Hinterzimmer, ich entwickle nur Softwareprogramme und ich habe kaum Kommunikation nach außen, dann hat es für ihn sicher nicht die Bedeutung, wieder jemand, der mit Menschen arbeitet. Nur die meisten, wir arbeiten mit Menschen. Viele Menschen haben Kinder, viele Menschen haben Freunde, haben ein Umfeld, haben eine Beziehung, haben Mitarbeiter und so weiter und so fort. Je mehr ich von Menschen verstehe, je mehr ich das berücksichtigen kann, umso einfacher habe ich es, umso mehr Möglichkeiten habe. Und vor allen Dingen, ich habe viel weniger Frust und Enttäuschungen. Mhm. Ja? Also viele Menschen sagen ja, du hast mich enttäuscht. Ja, wo findet die Enttäuschung statt? Bei mir oder beim anderen? Immer wenn ein Mensch sagt, der hat mich enttäuscht, dann hat er schlicht und einfach die falsche Erwartungshaltung aufgebaut, was der gar nicht erfüllen kann. Natürlich unterscheide ich hier, hat jemand den anderen bewusst getäuscht, dann wäre es wieder ein Manipulationsversuch, oder hat jemand einfach die falsche Erwartungshaltung? Und da müssen wir genau hinschauen, dass wenn jemand zu mir kommt und mir sagt, der andere hat mich enttäuscht, da frage ich schon mal genauer nach, was war denn hier da? Weil ich gehe davon aus, keiner von uns kennt den anderen wirklich so, wie er tatsächlich ist. Wir sehen ja immer nur auch durch unsere Filter und durch unsere ganz spezielle Wahrnehmung. Wie versuchst du das einzudämmen? Ja, es geht ja nicht um 100, es geht ja nicht um 100%. Ja. Ja. Es geht ja um die grobe Richtung groß und ganz. Mhm. Und wenn ich zu 70-80% weiß, in welche Richtung das es bei dir geht, dann haben wir es schon viel, viel einfacher. Ja. Und über das andere können wir dann auch reden. Ja, das ist klar. Der Rest entsteht im Gespräch. Ja. Ne? Martin, du bist erfolgreicher Autor, erfolgreicher Seminarveranstalter, wie wir sehen, und hast vieles mehr auf die Beine gestellt. Bist bei der GSA noch tätig, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und all das, was du jetzt geschaffen hast, wie würdest du das Verhältnis beschreiben zwischen natürlichem Talent, angeborenem Talent und Handwerk, erlerntes Handwerk letztendlich? Also erstmal, wenn jemand anderen erklärt, wie Erfolg funktioniert, habe ich die Erwartungshaltung, dass er selbst erfolgreich ist. Sonst ist er nicht glaubwürdig. Also genauso, wenn ich sage, so funktioniert es, dann kann ich auch den Beweis antreten, weil ich es selbst gemacht habe. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann haben wir diese Diskussion, was ist Talent, was ist Fleiß? Wir Menschen, wir sind alle einzigartig auf unsere Art und Weise. Wir haben besondere Talente. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir unsere Talente wirklich finden und dass wir die Talente auch wirklich leben. Nur, da Klarheit zu bekommen, das ist gar nicht so leicht. Und darum
Das ist ja oft das Thema auf dem Seminar. Ja, wer bin ich denn jetzt wirklich? Welche Talente und Fähigkeiten habe ich denn? Auf was setze ich denn? Und viele Menschen versuchen dann so diese eierlegende Wollmilchsau zu sein. Und wenn ich vor Menschen spreche und frage, wer von euch empfindet Spaß dabei, eine Steuererklärung auszufüllen, dann meldet sich einer von 100. Ja, wieso soll ich denn das machen, wenn jemand Spaß dabei hat? Und um das geht's ja. Es geht ja ganz konkret, dass ich mich, wenn möglich, auf diese Sachen konzentriere, ob ich meine Fähigkeiten habe, was ich tun kann. Und es macht wirklich keinen Sinn, dass ich mich auf Buchhaltung konzentriere oder auf Haushaltsarbeiten, wo mir A keinen Spaß machen, wo meine Talente nicht zum Zuge kommen, wo ich nicht wirken kann. Und je mehr ich mir meiner Talente bewusst bin und die richtig einsetzen kann und das kombiniert mit ein bisschen Fleiß, mit Ziel, ja, da habe ich natürlich ein Turbo, das ist klar. Aber es geht wirklich darum, diese Klarheit zu bekommen. Wer bin ich? Welche Talente und Fähigkeiten habe ich tatsächlich? Und es ist oft so, dass das nicht von heute auf morgen klar ist, weil wir oft so von Klischees zugedeckt werden, weil es da draußen in dieser Welt sehr, sehr viele scheinbare Lebensweisheiten gibt, die in Wirklichkeit Lebensdummheiten sind, wenn wir es genauer hinschauen. Nehmen wir ein Beispiel. Das typische Beispiel: Behandle den anderen Menschen immer so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Das klingt edel, ist jedoch ein totaler Schwachsinn. Ja, ich muss den anderen so behandeln, wie er behandelt will. Und das bedingt wiederum, dass ich seine Talente und Fähigkeiten erstmal erkenne und berücksichtige. Und nicht von mir ausgehe, weil wenn ich immer von mir ausgehe und ich habe jemanden, wie es wieder, ist total introvertiert. Ja, dann wird dem das nicht gefallen, wenn ich ihn so behandle, wie ich behandelt werden möchte. Und das sind so, ich sage eben, Lebensdummheiten, die gerne nachgeplappert werden, die Menschen gar nicht verstehen. Und da müssen wir genauer hingucken. Und nur weil jemand so eine sogenannte Lebensweise mal aufgestellt hat vor 200-300 Jahren, heißt das noch lange nicht, dass sie heute noch wirkungsvoll ist. Und da müssen wir genauer hinschauen und das auch mal hinterfragen. Das habe ich konsequent gemacht in meinem Leben. Ich habe schon als kleines Kind die Systeme hinterfragt. Und muss das denn so sein? Ist das wirklich so? Mir hat man in der Schule schon gesagt, Menschen sind unterschiedlich. Aber ich habe mich darüber gewundert, dass wir alle die gleichen Prüfungsaufgaben bekommen. Ja, das ist nicht stimmig in sich. Ja? Und da fragt man, hey, was wird denn da gespielt? Oder genauso die ganzen religiösen Themen. Menschen, diese Scheinheiligkeit nach außen. Und sie leben es nicht. Das ist für mich nicht glaubwürdig. Also wenn ich eine Botschaft verkünde, wenn ich sage, hey, so und so und so, dann mache ich es auch, sonst bin ich nicht glaubwürdig. Es wird nicht funktionieren. Das ist vielleicht aber auch der Irrglauben, dass die Schulen für die Menschen da sind, sondern sie sollen ja letztendlich dafür sorgen, dass Nachschub auf einem irgendwie gearteten Markt besteht und daraufhin wird er auch unterrichtet. Also mir hat man gesagt, die Schule hat die Aufgabe, Menschen aufs Leben vorzubereiten. Ich frage mich, wer wird wirklich aufs Leben vorbereitet in der Schule? Also ich wurde nicht aufs Leben vorbereitet. Natürlich habe ich ein paar Dinge gelernt, die ganz, ganz wichtig waren, aber ich habe ganz viele Dinge gelernt, die überhaupt nicht wichtig waren und ich habe auch viele Dinge gelernt, die mir mehr geschadet als genutzt haben, die ich nachher später in meinem Leben korrigieren musste. Also unser Schulsystem ist massiv. Ja, reformbedürftig, nur das wird scheitern am Widerstand der Lehrer, weil das bedeuten würde, dass Lehrer sich verändern müssten, dass sie auf der Komfortzone müssten und nicht nur fordern könnten. Und die sind gewerkschaftlich so stark, dass die so lange wie möglich versuchen, das festzuhalten und ihren einseitigen Nutzen zu haben. Und ich habe ganz wenige Lehrer, ich darf es nicht generalisieren, aber ich habe ganz wenige Lehrer kennengelernt, die ein echtes Interesse haben am Menschen und sich dafür einsetzen mit Leidenschaft. Und die sind auch super erfolgreich, die erreichen auch viel. Und die auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten Dinge verändern, das wollen wir auch nicht verschweigen natürlich. Trotzdem nochmal zur Ursprungsfrage zurück. Kannst du es prozentual ungefähr festmachen, welcher Anteil dein natürliches Talent, die Dinge zu hinterfragen, letztendlich dein Wissen auch weiterzugeben ist und wie viel Prozent erlerntes Handwerk ist? Ich kann das nicht generalisieren, es kommt auf die Bereiche drauf an. Ja. Also nehmen wir mal einen Bereich, ich konnte früher schlecht sprechen. Okay. Also für mich war das ein Horror und das war das Resultat der Schule, weil ich vor die Klasse gehen musste. Was haben die gemacht? Die haben mich noch runtergemacht, die Lehrer, wenn möglich. Und da geht das Selbstvertrauen. Also hatte ich Mühe, vor Gruppen zu sprechen. Und ich habe irgendwann mal die Entscheidung getroffen für mich, ich möchte das Handwerk lernen. Natürlich braucht es da ein gewisses Talent. Das ist vielleicht 20-30%. Ja. Aber Talent heißt, wie muss ich es machen? Das heißt nicht, ob ich es mache oder nicht. Nur wenn ich ein Mensch wäre, der eher introvertiert wäre, dann müsste ich das anders angehen. Und ich muss auch hier authentisch sein. Und ich habe halt dieses Handwerk dann gelernt, wie es funktioniert. Also lernen wir durch Reden und eben nicht durch Theorie. Also das ist schon wichtig. Und je nach Bereich, beispielsweise ist es nicht meine Kernfähigkeit, Dinge zu schreiben. Da tue ich mich eher ein bisschen schwer.
weiß aber, dass es wichtig ist. Und auch hier hole ich mir halt die Leute dazu, die mich halt unterstützen dabei, dass ich mich da nicht so quäle. Würdest du sagen, dass sich der prozentuale Anteil verschiebt im Laufe der Zeit, dass Talent am Anfang einen großen Teil einnimmt beim Start und dann eigentlich immer mit fortschreitender Qualifizierung und gesteigerten Anforderungen immer weniger wird? Das Talent ist schon sehr wichtig, das zu berücksichtigen, weil wenn ich für etwas kein Talent habe, das kann ich mit Fleiß nicht wettmachen. Ja? Also wenn jemand Sebastian Vettel sein will, aber hat nicht das Talent dafür, ja, dann kann er es mit Fleiß nicht erreichen. Ja, da braucht es Grundtalent. Und es geht ja darum, was machen denn so Menschen wie ein Sebastian Vettel oder Schumacher oder Roger Federer? Was machen die? Die perfektionieren ihr Talent. Die perfektionieren das Talent. Und wenn das Talent nicht da ist, kann ich es nicht perfektionieren, dann nützt aller Fleiß nichts. Ja. Ja. Man kann nichts aus nichts was nichts machen. Genauso was. Genau. Was würdest du denn als deine spezielle Eigenschaft oder deine beste Eigenschaft bezeichnen, die dich erfolgreich gemacht hat in deinem Bereich? Es sind mehrere und ich kann gar nicht genau sagen, was wie viel ausmacht. Auf der einen Seite bin ich neugierig, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin aber auch Unternehmer und zwar im wortwörtlichen Sinne, ich unternehme Dinge auch, Unternehmer aus Leidenschaft. Ich glaube, ich habe die Fähigkeiten, sehr komplexe Dinge wahrzunehmen, zu verstehen und die zu vereinfachen und dann das so zu kommunizieren, dass Menschen das verstehen. Also ich sehe mich oft auch als Bindeglied zwischen Wissenschaft und Menschen. Weil was nützt es denn, wenn ich wissenschaftlich Menschen Dinge erkläre, die so nicht anwendbar sind? Das ist das große Problem unserer akademischen Welt. Das ist ein Zirkel für sich. Ja? Mhm. Sondern es geht ja darum, kann ich das auch transportieren, diese Informationen? Und ich glaube schon, dass ich diese Grundfähigkeit habe und das auch perfektioniert habe, dass es mir gelingt, Menschen zu öffnen und dann eben Informationen so zu transportieren, dass es für sie nachvollziehbar ist und das eben auch anwenden können. Und der Grund, warum eben viele Dinge nicht so funktionieren, ist, weil es eben nicht so vermittelt wird, dass es wirklich umsetzbar ist. Und das ist ein Anspruch, den ich habe, auch an meine Co-Trainer, den Anspruch, den ich habe, dass Menschen das auch transportieren können. Und da gehört auch ein bisschen, damit zu, ich muss auch ein bisschen in der Lage sein, Menschen zu animieren und sagen, hey, jetzt komm, jetzt mach doch mal. Ja? Und diese zwei Begrifflichkeiten, Animation heißt ein bisschen ziehen und Motivation heißt im Gegenteil, diese Motive auch zu fördern, diese Mischung daraus. Ja. Das ist sicher die Fähigkeit, die ich habe und wo ich auch merke, wenn ich dann wieder im Winter in Asien mal zurückkomme, wo ich merke, das fehlt mir dann auch. Also ich könnte ja rein theoretisch sagen, ich schreibe nur noch Bücher, Hörbücher, was auch immer, aber das ist mir zu wenig. Ich brauche diesen Menschen auch. Und das ist auch das, was mich schlussendlich motiviert, was mir extrem viel Energie gibt, wenn ich sehe, was Menschen tatsächlich umsetzen. Das heißt, ich messe meine Arbeit daran, was nachher umgesetzt wird. Ja. Und wenn ich dann die ganzen Briefe, die ganzen E-Mails und all das höre, was Menschen aus diesem Seminar gemacht haben, ja, dann ist das natürlich gigantisch. Erlebst du es auch manchmal, dass du den Leuten so eine gewisse Angst einflößt? Das hat man ja immer so, man hat einen Psychologen gegenüber, der hat noch ein Buch geschrieben, da steht, ich weiß, wie du tickst, so der durchschaut mich jetzt. Erlebst du das auch manchmal? Ja, Angst muss ja nur der haben, der was zu verbergen hat. Also, das ist ja genauso oft wie, zu verbergen genau, zu haben, das ist ja genauso wie die ganzen Ängste, die da teilweise geschürt werden von Social Media. Wenn ich da Dinge verbreite, zu denen ich später nicht stehen kann, dann muss ich Angst haben dazu. Ja. Ja? Aber wenn ich authentisch bin, und dann brauche ich diese Angst nicht. Oder ich formuliere es um, haben manche Menschen doch ein bisschen Hemmungen, dir gegenüber ganz offen aufzutreten? Weil sie denken, okay, der schaut mir jetzt direkt in die Seele. Ja, ich gehe auf Augenhöhe zu den Menschen. Also ich bin ja nicht, der sich da als Guru darstellt und abhebt und da, ich glaube, diese Zeit ist auch vorbei. Ja, sondern es geht ja darum, ich diene diesem Menschen. Ich diene dem Menschen in dem, dass ich ihm Wissen gebe, Know-how gebe, ihm Wege und Möglichkeiten aufzeige. Und es macht doch keinen Sinn, mich da auf der Bühne da darzustellen, dass der Guru, das ist ein Lacher aus dem letzten Jahrtausend. Natürlich braucht es ein bisschen Entertainment. Es braucht ein bisschen, um den Menschen auch zu öffnen und den Menschen mitzureißen. Aber hier den Ego-Trieb zu machen auf der Bühne, das ist ein Witz. Martin,
Abschlussfrage. Viele von unseren Zuschauern, allgemein viele Menschen, haben die unterschiedlichsten Ziele. Es will nicht jeder ein Millionär werden, es will nicht jeder ein Buch schreiben oder Seminare abhalten. Viele wollen eine Reise machen, irgendein ganz kleines, für uns vielleicht ganz kleines Ziel, was ihnen wichtig ist. Gibt's von dir noch einen ultimativen Tipp für Menschen, die einen Traum haben, der ihnen vielleicht im Moment noch unerreichbar scheint? Ich weiß nicht, ob es diesen ultimativen gibt, aber wenn es einen gibt im Generellen, dann ist es wirklich, wenn ich etwas will, muss ich mich täglich damit beschäftigen, sonst bekomme ich das nicht. Und wenn ich mich dann entschieden habe für etwas, dann, dass ich wirklich da dranbleibe und mir Wissen und Know-how aneigne dazu. Genauso wie wir es ja machen mit diesen Erfolgstipps, wo ich sage, okay, beschäftige dich jeden Tag damit. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn jemand sagt, also ich will jetzt mal eine Weltreise machen, dann ist er wahrscheinlich gut beraten, dass er die Weltreise mal plant und sich informiert im Vorfeld, wie er die genau machen will. Da fahren wir auch nicht einfach los. Ja? Und genauso, wenn ich sage, ich will eine glückliche Beziehung haben, sage ich, okay, wie funktioniert eine glückliche Beziehung? Was muss ich denn tun? Muss ich vielleicht etwas über Menschenkenntnis wissen? Ist es vielleicht besser, wenn wir beide was wissen darüber? Will ich meine Kinder zu Gewinnern machen? Was muss ich tun? Taugen da diese klassischen Erziehungsmuster? Ja, also meiner Sicht kann man 80-90% der Erziehungsbemühungen sind für die Katze, können wir weglassen, ist überhaupt nicht notwendig. Aber es hat einfach damit zu tun, dass Menschen das nicht wissen. Wenn es darum geht, Menschen wirkungsvoll zu führen, dann muss ich etwas von Führung verstehen. Und wenn ich unternehmerisch erfolgreich sein will, dann schaffe ich das nur mit Menschen zusammen. Dann brauche ich Menschen. Und je besser ich auf Menschen einwirken kann, je Menschen ich besser führen kann, sie animieren, motivieren kann, umso mehr Möglichkeiten habe ich natürlich. Könnte man das zusammenfassen, indem man sagt, man muss die nötigen Erfordernisse herausfinden und dann das tun, was nötig ist? Genau, zuerst muss ich wissen, was will ich wirklich, ganz, ganz konkret. Klar. Und das ist die Frage, in denen scheitern die meisten Menschen. Mhm. Ja? Dann ist die Frage, habe ich die Anforderungen dazu, habe ich das Talent dazu überhaupt? Ja, habe ich das? Ja. Und wenn ich, weil sonst mache ich ja wieder Kompromisse. Und dann geht es halt darum, wenn das Ziel wirklich klar ist, wenn es definiert ist, dann sage ich, okay, was gibt es jetzt zu tun? Weil die Talentfrage immer ein bisschen schwierig ist. Vielleicht kann ich Dinge, von denen ich im Moment noch gar nichts weiß, wo ich gar nicht denke, absolut, dass ich Talent habe. Und darum sind ja so Seminare wie das eben sehr, sehr wichtig, wo es darum geht, mal auf die Entdeckungsreise zu gehen. Welche Talente, welche Fähigkeiten habe ich denn damit? Und das finde ich für mich allein nicht heraus, weil ich muss mir da Zeit nehmen, ich muss ein Umfeld nehmen, ich muss Modelle dazu zu Hilfe ziehen, die es mir leichter machen. Und da geht's einfach. Braucht vielleicht auch mal jemand von außen, der eventuell mehr sieht bei mir als ich selbst. Ne? Ja, wo ich echtes Feedback bekomme. Ja, Martin, dann bleibt mir nur noch vielen Dank zu sagen für die vielen Gedankenanregungen, die vielen Blickpunkte, die du uns gegeben hast. Und wo können denn unsere Zuschauer noch ein bisschen mehr über dich erfahren, wenn sie noch was wissen wollen? Also erstens mal gerne geschehen, habe ich gerne gemacht. Und zweitens auf betschart.tv oder martinbetschart.ch. Also ich bin an sich überall zu finden. Ich bin überall zu finden auf Facebook, auf Xing, auf Twitter. Menschen, die mich finden wollen, die finden mich und können da mit mir in Kontakt treten, auch was Fragen etc. betrifft. Und mein aktueller Bestseller, ich weiß, wie du tickst, wie man Menschen durchschaut, ist im Moment auch überall erhältlich. Auch da gibt es eine eigene Webseite, die heißt ichweißwiedutickst.com. Mhm. Da gibt es auch sogar die Möglichkeit zum Buch, dazu gibt es auch eine Übungsplattform, wo die Menschen kostenfrei üben können, das Wissen trainieren können. Also auch hier ist etwas, was wir zur Verfügung stellen, weil ich will, dass die Menschen langfristig wirklich Erfolg haben. Das ist ein Wort, ichweißwiedutickst.com. Genau. Alles klar. Kann ich Ihnen nur empfehlen, auch das Buch zu lesen. Höchst interessante Ansichten und es wird Ihnen helfen, Ihre Gegenüber ein bisschen besser einzuschätzen. Ja, Martin, viel Erfolg heute für das Seminar und auch weiterhin für deine Vorhaben und alles Gute. Danke. Vielen Dank.